Hallo Leute, Sion hier, willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid 3. Beim letzten Mal haben wir hier aufgehört, wo Eva den Ass durch den Bauch bekommen hat, nicht wahr? Das heißt, sie verliert, wie ich es beim letzten Mal schon gesagt habe, eine Menge Ausdauer, was ihr gerade sehen könnt. Weshalb wir eine Menge Essen brauchen. Und aus diesem Grund wollte ich das hier eben am Stück spielen. Nicht, dass mir das ganze Essen hier dann schlecht ist, bevor ich die nächste Aufnahme starte und das dann zu schwierig wird. Von daher würde ich euch das auf jeden Fall empfehlen, hier so viel gutes Essen mitzunehmen, wie ihr seht. Ich sag mal, Pilze braucht ihr jetzt wirklich nicht mitnehmen, die füllen so wenig. Das ist egal, aber da zum Beispiel der Frosch. Der ist auch ganz gut. Da ist noch einer. Nehmen wir alles mit. Im Moment sind noch keine Gegner da. Ihr könnt euch also so viel Zeit lassen, wie ihr hier wollt. Wenn ihr also was Gutes findet, nehmt es. Da ist noch eine Schlange. Die übrigens, die sollte alles genauso sehr essen wie Snake. Das heißt, wenn Snake irgendwas nicht gefällt, dann gefällt sie auch nicht. Wenn Snake aber drauf steht, dann sollte sie eigentlich auch drauf stehen. Ich glaube nicht, dass da Unterschiede waren. Könnt mich aber wie immer korrigieren, wenn ich Stuss erzählen sollte. Aber ich denke nicht. Na komm. Komm schneller. Komm, zack, zack. Ja, ich weiß, du hast ein Loch im Bauch, aber komm, stell dich mal nicht so an. Ja, aber Hauptsache, die Boobies sind im Haufen, ne? Ja, natürlich haben die das vorher gesehen. Ich meine, es ist garantiert riesengroß. Und die ganze Rauchwolke und alles. Also von daher ist das ganz schön scheiße. Das heißt, wir haben jetzt zusätzlich zu der extrem angeschlagenen Eva auch noch einen Haufen Gegner, die uns verfolgen. Das wird spaßig. Das wird echt spaßig. Im Übrigen, hier ist es mir auch völlig egal, was Alarm und so weiter angeht. Ihr müsst aber, wenn ihr auf E-Extrem spielt, dürft ihr hier trotzdem von denen nicht gesehen werden. Das ist dann richtig geil. Ist aber möglich, es ist gar nicht so schwer, eigentlich. Aber darauf setze ich heute gar keinen Wert, sondern ich knall die Typen einfach ab, wenn sie mir zu nahe kommen. Los, komm, Eva. Zack, 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 zack. Beeilung, Beeilung. Übrigens, ich glaube, ich muss sie gleich mal füttern. Ihr dürft oder könnt sie auch nur füttern, wenn sie in eurer Nähe ist. Wenn sie zu weit weg ist, dann könnt ihr sie nicht auswählen. Nur so nebenbei. Also versucht auf jeden Fall, Eva nicht alleine stehen zu lassen. Denn es könnte natürlich auch sein, dass sie stirbt, weil die Gegner sie einfach mal anfangen zu fisten oder so. Das ist halt unvorteilhaft. Komm schnell. Komm, komm, komm. Komm schnell. Außerdem sollte ich vielleicht mal meine Bemalung und Tarnung ändern und auch meinen Rucksack etwas anpassen. Was die ganzen Waffen und so weiter angeht. Ja, nehmen wir erstmal Blattmuster von mir aus. Wobei ich eigentlich, früher mochte ich das Blattmuster sehr, aber inzwischen, da ich ja zu faul bin, zwischen allen Gebieten immer hin und her zu wechseln, nehme ich lieber das. Und ja, ich nehme die XM statt der Scorpion, weil die XM einen Schalldämpfer aufsetzen kann. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gezeigt im Let's Play. Und Claymores könnten auch nochmal ganz interessant werden. So, falls ich noch eine andere Waffe brauche, kann ich ja nochmal ins Menü gehen. So, komm. Aber ich hau sie, glaube ich, alle damit einfach weg. So, sind schon welche auf uns. Ja, da sind schon welche. Nix da. So. Du bist in der Nähe und du bist tot. So, ganz vorsichtig. Ihr müsst also wirklich immer nach hinten gucken. Dafür habe ich eigentlich noch die Claymores, dass ich rechtzeitig welche legen kann. Nein. So. Boah, wie schnell geht mir hier die Muni aus? So. Komm. Komm weiter. Komm, komm, komm. Lass die Typen da einfach liegen. Da sind nochmal gute Früchte, die können wir auch noch mitnehmen. Legen wir noch eine Claymore. Und noch eine Claymore. So. Hauptsache, die Typen kommen nicht so schnell hinterher. Das ist hier das A und O, weil ihr spart euch dadurch einfach auch heftig Munition und so weiter. Die Früchte, die am Boden liegen, die gut sind, können wir definitiv mitnehmen. Die 2 Sekunden haben wir. Nebelgranaten sind eben auch ganz nützlich. Im Übrigen, der Frosch in diesem Gebiet ist da unten. Hätten wir das auch geklärt. So, während Eva rüberläuft, auf jeden Fall. Ah, gut, 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 gut. Das war eine Claymore. Das war auch eine Claymore. Das heißt, die kommen aber näher. Das waren 2 Claymores hintereinander. Das heißt, die werden schon bei dieser einen Stelle sein. So, wieder 2. Komm, komm, komm. Ganz vorsichtig sein. Aber ihr seht schon, die haben mich ja bis jetzt noch nicht mal bemerkt. Also es ist auf jeden Fall möglich, selbst mit den Claymores. Aber ja, sollte trotzdem vorsichtig sein. Und so viel Essen habe ich im ganzen Spiel sonst nicht gesammelt, weil ich eigentlich nicht so viel gebraucht habe. Eigentlich diese Fertigprodukte hätten für mich persönlich völlig ausgereicht. Aber jetzt mit Eva an der Backe wird das nicht so gehen. Und Vorsicht, hier könnten welche vor uns sein. Ja, übrigens, das war ja am Anfang eine Weggabelung. Der andere Weg hätte von dort hierher geführt, aber ich gehe gerne den Weg über den Baumstamm.
Von daher. So, komm, immer schön Iva ranwinken und ich glaube, ich muss mir wirklich noch eine Waffe raussuchen, weil die hält nicht mehr so lang. Nehmen wir die. Betäuben tue ich jetzt auch keinen mehr. Ne. Also ich glaube, eine Sniper wäre hier auch gar nicht so verkehrt. Muss halt nur darauf achten. Ja, ich weiß, wir können jetzt nicht durch, weil Iva noch nicht da ist. Sie muss erst näher dran sein. So, seht ihr, also wir können unmöglich alleine ins nächste Gebiet. Wir müssen sie mitnehmen. Schließlich brauchen wir jemanden, der den Wig fliegen kann, ne? So, und ganz langsam. Man will ja nicht zu viel zumuten hier. Und hinterher. Alles klar, erste Gebiet geschafft. Wir sind aber noch lange nicht fertig. Puh, geht noch weiter. So, hier wieder vorsichtig, weil hier sind garantiert jede Menge Gegner. Da, man sieht sie schon. Hm, warte mal. Hm. Na komm. Darf ich deinen Kopf holen? So. So, Iva, bleib mal liegen. Ich gehe mal vor. Oh, fuck, 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 fuck. Nein. Gut geschossen, ey. Okay, wird Zeit für ein neues Maschinengewehr. Ach, ich scheiß auf die Waffe. Die hat so ein kleines Magazin. Ganz ehrlich, her damit. Ja, mit der M63, ey. Jetzt hält mich nichts mehr auf. Fuck. Alter, warum bleibt die Kugel haften? Recke. Oh, gut. Heilmittel. Oh, da eine Schusswunde zu haben, ist, glaube ich, eher unvorteilhaft. Alter. Gut, dass die nicht gezeigt haben, wie er die entfernt hat. Übersehe ich jetzt einen Gegner? Nee, oder? Ich glaube, Iva kämpft da mit jemand anders. Na komm, schwimm mal. Wo denn? Iva, wo? Ist doch keiner mehr da. Doch, da. Komm, verreckt. Geht mir mal aus dem Weg. Du hast nur 6 Schuss. Was willst du übernehmen? Wo kämpft die denn noch? Wo denn? Ich sehe echt nicht, wo sie noch am Kämpfen ist. Aber dadurch kommen immer mehr neue Gegner. Das ist das, was mich gerade extrem stört. Wo denn bitte? So, jetzt hast du ihn gekillt. Gut. Und du... Tschüss. Ich müsste die mal aufheben, dass ich mal ein bisschen neue Muni noch kriege hier. Das kann doch nicht angehen, so. So, hier vielleicht? Ja, als ob ich die AK nehme. Ganz ehrlich, ich nehme die AK so ungern, weil die einfach total unpräzise ist. Die AK ist echt wahrscheinlich das schlechteste Maschinengewehr in dem Spiel, hätte ich gemeint. Einfach, weil mir geht es hauptsächlich bei den Waffen um Präzision. Weil, ich sag mal, ein Headshot sind normale Gegner so oder so tot. Und wenn ich jetzt Dauerfeuer brauche, ist das wieder was anderes, aber naja. Also dann nehme ich zum Beispiel auch lieber die Scorpion, weil mit der kann man wirklich ordentlich zählen. So, okay, die Schlange brauche ich jetzt nicht mehr. Oh, Iva wird wahrscheinlich gleich zusammenknicken. Wo ist die? Scheiße. Scheiße, Iva, wo bist du? Oh, da ist Wadenfrosch. Iva! Ah, ja, ich habe vergessen, dich zu füttern. Ich komme schon. Ah, Entschuldigung. Mensch, 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 Mensch. Hier. Ja, deswegen, ihr dürft sie nicht alleine lassen, wenn sie nichts mehr zu, ja, wenn sie kein Ausdauerbike mehr hat, oder ich habe ja gesagt, wenn der zweite weg ist, dann wird sie nicht mehr laufen. Und genau das ist gerade geschehen. So, ich glaube, hier kann man wieder in beide Richtungen gehen, aber gehen wir mal nochmal rechts lang, beziehungsweise geradeaus, je nachdem. Ich glaube, das hier war der angenehmere Weg. Oder war der andere der angenehme? Weil ich weiß, da kommt gleich wieder eine Weggabelung und ein Weg führt dann von oben quasi. Ne, das war doch der andere, ne? Ich gehe jetzt von unten. Der andere wäre von oben gewesen. Jo, okay, dann ist der andere Weg wahrscheinlich doch besser. Aber hier kann man gut von hinten die Gegner auflauern. So, ganz vorsichtig. Da liegt einer. Mal sehen. Ich hoffe, das klappt alles so, wie ich es will. Da vorne stehen auch Leute. Sorry, dass ich jetzt ein bisschen viel Infraroten nutze. Aber das ist mir sonst ein bisschen zu stressig. Darf ich hier rauflaufen? Nee, das, so habe ich das nicht vor. Kann. Moment. Ich...
So. Ja, ja, Company. Modern Man got prehistoric Company. Ja, ich glaube, das versteht jetzt wieder keiner, ne? Da gibt's so eine Serie, wo wir das Intro so geil fanden, ich und ein paar Kollegen. Aber gut, das gehört jetzt nicht hierher. So, lass mal sehen. Ganz ehrlich, ich habe eine Idee. Machen wir einfach mal Nebel direkt vor uns. So, aber ich habe ja Infrarot. Das heißt, ich kann da immer noch durchballern. Nur geht mir selbst hier die Muni aus. Ey, es ist kaum zu fassen. Alter, was ist heute los? Nehme ich doch die Skorpion. Ey, ich schieße echt so viel und dann schieße ich auch noch so viel daneben. Das ist doch schon nicht mehr feierlich. So, aber bitte nicht mit Infrarot, weil sonst sehe ich den Punkt nicht. Hä, du lebst noch? Ja, ändern wir. Komm, Iva. Komm. Gut, alles klar. Auch down. So, das müssten eigentlich alle gewesen sein. Gut, das war's größtenteils, oder? Ja, das war's. Okay, deswegen, falls es euch zu schwer ist, also ich sag jetzt mal nur wegen den Trophies, einen Peace Walker Run hier zum Beispiel durchzumachen, kann man genauso gut erst einen Run machen, wo man die Frösche alle holt und dann beim zweiten Run halt mit Hilfe des Stealth-Anzugs, den ihr dann haben werdet, das Spiel einfach durchspielen. So habe ich selber auch gemacht, weil ich hatte keine Lust, alle Sachen in einem Run zu holen und habe es dann lieber gemütlich in zwei Runs gemacht. Also, so ist es nicht. Aber nein, 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 egal Leute, ich mach, ich wollte einen Schnitt machen, scheiße. Egal. Dann schneide ich einfach gleich mittendrin. Werdet ihr ja sehen.